Hallo, meine lieben Schleimobotterbauer und willkommen zu einer neuen Zeitschrift im Lego-Bereich von Blue Ocean, die seit, ich glaube, auch schon Mai oder April sogar immer wieder angeteasert wurde. Nee, Mai war's. Aber jetzt endlich auch mal klar ist, wann sie rausgekommen ist. Und nun heute ist sie dann auch rausgekommen. Die Lego Dream Nummer 1. Seit heute in den Kiosken und das hier ist halt das Symbol für ein Schnarchgeräusch und ich habe beschlossen, das so auszusprechen und ich werde es noch bereuen. Das geht nämlich ziemlich auf den Kehlkopf. genau. Lego Dreams, das neue Thema von Lego, das es seit, ja, ungefähr jetzt seit den Sommerferien gibt, relativ groß von Lego aufgezogen wird. Die versuchen da nochmal ein richtig großes eigenes Thema zu machen. Ich finde einige der Sets sehr gelungen. Die Preisgestaltung der Sets ist sehr, sehr seltsam, weil teilweise Sets mit identischer Größe oder fast identischer Größe 10 Euro auseinander liegen. Verstehe ich nicht wirklich, aber ja, gut. Darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt um das Heft. Und das Heft ist natürlich der übliche Mix. Das heißt Rätsel, Comics, Spiele oder ohne Pause Rätsel, Comics, Spiele sind hier enthalten und natürlich auch Poster. In der Mitte, wie das bei diesen Heften immer so ist, diesmal eins von unserem Z-Blob. Erkläre ich nachher ein bisschen was zu, weil der auch in der Beilage bei... Oh, der hat aber dünne Beinchen hier. Dass der darauf stehen kann, okay. Und das andere Poster ist dann ja so ein bisschen allgemein zum Thema, ne? Willkommen in der Traumwelt. Mit der Traumwelt und der Albtraumwelt oder den Albtraumfahrzeugen, bösen Monstern und so weiter, die die Traumwelt angreifen. Erobern, invadieren wollen. Ein schönes Wort, invadieren. Ist das Verb zur Invasion, falls ihr euch das immer mal gefragt habt. Das ist das Heft. Wie gesagt, relativ typisches Blue Ocean Heft, aber ganz netter Comic. Da passt noch das Traumthema so ein bisschen. Wir springen mitten rein, keine Origin Story, wir springen einfach rein. Und ich muss sagen, die spielen halt auf einer gigantischen Gitarre oder kämpfen auf einer gigantischen Gitarre, die definitiv mal nachgespannt werden müsste, wenn ich mir diese Stränge hier so ansehe. Aber gut, ich spiele keine Gitarre, insofern, was weiß ich schon. Und dann haben wir unsere Beilage in einer nicht wieder verschließbaren Tüte. Papiertüte natürlich, wie sie inzwischen sind. Lego Dream 6 Plus. Hier sind, ach, das sind fliegende Bäume. Ich dachte, das sind Luftballons. Nee, fliegende Bäume. Unser Matteo, unser Z-Blob. Die sind dann hier auch drin. Keine fliegenden Bäume sind in dieser Tüte, aber auf dieser Tüte und eine Insel. Und hier haben wir nochmal Namen. Relativ einfaches Design. Von hinten haben wir einen Kopf als Größenvergleich. Gut, das funktioniert immer. Jede Menge Text. Die Set Nummer 552301. Die knutschenden Wale. Und wo ist denn die Zwiebel? Da ist die Zwiebel. Traurig wie immer, weil sie in die Ecke musste. So, macht nichts. Jetzt reißen wir sie eh in zwei. Aber genau. Indem wir diese Tüte aufmachen und einfach mal reinschauen. Da ist noch was drin. Da ist definitiv hier noch was drin. Moment. So, jetzt ist aber leer. Das war unsere Tüte. Ja, ich dachte gerade, ich hätte noch was gefühlt, aber nein. Ist leer und wir bauen erstmal den Typen hier zu... Halt. Wichtiges Teil vergessen. Wir haben nämlich einen Utility Belt in grün. Neue Farbe. Den kennen wir sonst in Gelb oder Schwarz. Batman hat den gerne oder auch Grau. Grün ist, glaube ich, neu. Ah, sehr gut, wir haben zwei Gesichter. Fangen wir erstmal mit den Gesichtern an. Wir haben dieses hier, das ist so ein bisschen Zane-mäßig, ne? Dieses völlig übertriebene Grinsen und ein Auge ist einfarbig, sieht zugeschleimt aus. Das andere... Da hat er, ah ja, das ist eher so ein Gesichtsausdruck. Der gefällt mir ehrlich gesagt besser. Der hier ist ein bisschen übertrieben. Der sieht aus, als hätte, wäre jemand gerade dabei erwischt worden, wie er den letzten Joghurt aus dem Kühlschrank klaut. Aber okay, wir können es halt auch mit dem Haarteil natürlich verdecken. Ein Haarteil mit einem speziellen Druck. Hier für den grünen Schleim in den Haaren. Ich vermute, es ist Schleim. Ich bin nicht sicher, was es ist. Ich glaube, es ist Schleim, weil das hat was mit Z-Blob zu tun. Okay, dann haben wir noch... Beine, sehr schön bedruckt, dual molded, rot und grau und natürlich von vorne auch noch bedruckt. Das ist schön, das ist herausragend für eine Zeitschrift. Gut, das ist eine Erstausgabe, da macht man immer was besonders Gutes rein. Wir haben bedruckte Füße, bedruckte Knie, Pads
Und hier auch noch mal Taschen oben an der Hose. Hat im Grunde eine Ninjago-Qualität. Das kann ich schon mal sagen von der Bedruckung. Nur wir haben keine Seitenbedruckung, die ist halt in diesen Heftbeilagen-Sachen sehr, sehr selten. Ich glaube, die haben wir bisher zweimal gesehen. C3PO bei Star Wars Nummer 100 und Harley Quinn bei Batman Nummer 2 oder 3. Wohlgemerkt zu Batman Movie, also die alte Lego Batman Hefte. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Male, wo wir Armbedruckung in den Heften gesehen haben. Insofern erwartet nicht zu viel, auch wenn es eine Erstausgabe ist. Dafür hat er hier vorne einen Gürtel mit seinem Sanduhr-Symbol. Hier vorne drauf Seitentaschen. Das ist so ein Hoodie mit Seitentaschen, wie es ausschaut. Genau, denn hier ist nicht wirklich ein Hoodie, ist einfach nur ein Kragen. Und so ein bisschen hier dieses, ja, ich glaube, der hat so ein Cape darüber. Ne? Ja, das ist ein Cape. Leider fehlt das Cape, das er eigentlich hat, weil eigentlich müsste er noch ein grünes Cape hier am Hals reinkriegen. Dann ist er wirklich komplett, aber naja, gut, Heftbeilage. Aber insgesamt, ja, qualitativ gut bedruckte Figur, viele Drucke, sieht gut aus. Alle Teile sind nicht exklusiv zu dem Heft, aber exklusiv für diese Figur. Insofern alles schon mal spannend. Und dann haben wir noch unseren kleinen Roboter. Und jetzt muss ich mal ganz kurz doch nochmal die Bauanleitung raussuchen. Ich könnte es nach dem Bild machen, aber dann mache ich wieder alles falsch und es beschweren sich wieder Leute. Also, wo war denn die? Die war doch ganz hinten. Nee, die war direkt hinter dem Poster. Okay. Wollte doch sagen, hat sie die auch schon gesehen. So, dann bauen wir mal unseren Mini-Sieblob. Und bei Sieblob kann man das gut machen. Während ich hier baue, kann ich mir erklären, was zum Teufel ist Sieblob. Sieblob ist ein Schleim, der sich in diverse Sachen verwandeln boah, kann. Jedoch. Dank der Tatsache, dass es halt eine Traumfigur ist. Und sehr gerne verwandelt er sich in einen riesigen Roboter mit Schleimkomponenten. Hier sehen wir halt eine kleine Variante davon. Es gibt den großen noch als eigenes Set. Ich glaube, ein 25-Euro-Set ist es. Den Kopf mache ich zuletzt, weil ich darüber noch etwas sagen möchte. Erstmal baue ich einfach. Das ist ein relativ einfacher Roboterbau, aber effektiv. Genau das, was man an Gelenken braucht, ist da. Arme, Beine, Roboter. So, einfache Geschichte, aber funktioniert. Bisschen kleiner als eine Minifigur, aber nicht so viel kleiner. Das ist ein Konzept, das kann man bringen. Eigentlich funktioniert es so schon als Roboter. Ja, hier könnte man jetzt ein kleines Gesicht draufpacken, dann ist es super. Aber für sich schon, aber dann haben wir noch. Natürlich den Sieblob-Kopf. Einer von diesen Schiffe versenken Pinnen mit zwei Augen drauf. Was lustig ist, weil die Dinger ursprünglich selber Augen waren für Bionicle, Krabben und sowas. Da wurden die ursprünglich eingeführt. So, hier drauf, dann hat er seinen Kopf. Und das Interessante an dem Teil ist, das Teil ist nicht ganz exklusiv, aber fast. Denn diese kleinste Variante vom Sieblob-Element, ne, dieser Pin, gibt es sonst nur in der 71469. Das Albtraum-Haischiff für UVP 140 Euro. Insofern, das hier ist mit Abstand die günstigste Variante, diese Version von Sieblob zu bekommen. Sieblob als Charakter ist in allen Sets enthalten, soweit ich das im Kopf habe. Und aber die anderen Varianten sind halt entweder ein 2x2er Kuppel und da sind die Augen dann drauf gedruckt oder eine Mikrofigur, eine eigene für Sieblob. Also ne, wie die Lego Babys ein bisschen anders, weil es halt kein Baby ist, sondern so ein Schleim. Aber das sind die Varianten, die es gibt. Und das hier ist die mit Abstand seltenste und teuerste. Also nicht der komplette Roboter, der ist so nur hier zur Verfügung, aber das hier. Dieser kleine Sieblob einfach als Schleim, der ist die am schwierigsten zu bekommende Variante. Insofern sehr schön, dass er gleich im ersten Heft mit dabei ist. Ihr seht, etwas kleiner als der Matteo, aber das geht in Ordnung. Ist ja keine Minifigur, ist ja eine Nebenfigur, Nebencharakter. Sind aber beides benannte Charaktere. Charakteren, Charaktere, Charakters. Deutsch. Und definitiv genau das, was zum Start da reingehört. Also er zumindest. Er ist ein Bonus, aber eigentlich
Genau die beiden sind die, die beim Start dabei sein sollten. Sie sind beim Start dabei. Ist ganz nett. Ich finde dieses Teil, dadurch, dass die Idee ist, dass der so auf verschiedenen Konstrukten aufsetzen kann und es ihn dann noch in verschiedenen Varianten gibt, wie gesagt, das ist eine, hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, diesen Charakter einzusetzen. Was halt für so eine Lego-Welt, die sehr stark betont, das eigene Erfinden von Dingen, das eigene Konstruieren, die eigenen Ideen, was bei Lego nicht immer betont wird. Insofern bin ich schon froh, dass sie da explizit dran gehen. Ich glaube, das haben sie das letzte Mal gemacht beim Lego Movie. Und ich glaube, da haben sie es nur gemacht, weil es im Film vorkam. Nee, gefällt mir. Gefällt mir. Netter kleiner Roboter, gute Figur. Sehr schön. Übrigens auch kein überteuertes Heft, sondern die normalen 4,99 oder 5,50. Wie sich das gehört. Wunderbar. Und dann bleiben wir noch beim Blick in die Zukunft. Da bekommen wir nochmal einen von den guten mit ein bisschen was an Krümpel dran. Das ist auch so eine modulare Figur, die in verschiedenen Varianten auftauchen kann. Insofern bleiben wir beim Thema Kreativität am 17. November mit diesem Heft Lego Dream Nummer 2. Und ansonsten geht es bei den Heften weiter. Morgen mit dem Lego Rätselspaß. Und da gibt es diesmal Jurassic World. So viel kann ich verraten. Und sage erstmal bis dahin. Und viel Spaß beim Bauen.